So Leute, früher bin ich mit meinen Eltern im Wohnmobil super gerne campen gegangen. Und jetzt gucken wir mal, was es so Neues gibt. Diese Erfindung für das Camping wird jeder zu schätzen wissen. Ich bin gespannt. Leute, das Video ist von TechZone. Schaut gerne vorbei. Lasst ein Like und ein Abo da. Und los! Oh. Lagom ist ein schwedischer Begriff und bedeutet genau die richtige Menge. Ey, falls ich heute ein bisschen verschallert bin, es tut mir leid, ich hab gestern zu lang Fernsehen geguckt. Habe ich ja in einem anderen Video ja schon gesagt. Ich bin ein bisschen verschallert. Lagom war die Inspiration für die gleichnamige Serie solcher Modifikationen, die für einige Jeep Gladiators und Toyota Tacomas geeignet sind. Haut mich nicht vom Hocker. Es handelt sich also um die Verwandlung eines gewöhnlichen Autos in ein Wohnmobil, das Ach für zwei so, Personen ausgelegt ist. Das kannst du einfach ist. So kaufen? Die Kunden erhalten ein Bett mit Matratze, eine Küche mit Gasherd, einen Wassertank für 19 Liter, Max-Air-Belüftung, Yeti 1500 Goal Zero-Generator, Solarbatterien ich und weiß andere nicht, was, wichtige was das bedeutet. Dinge. Ach so, allen, die dies Strom. Ausprobieren möchten, steht eine Mietoption zur Verfügung. Pro Nacht muss man dafür 205 US-Dollar ausgeben. Und das ist teuer. Kann ich auch ein Hotel nehmen? Aber das ist schon ganz geil. Also, weil du das... Das könnte ich ja einfach auch... Also, ja, ich habe keinen Jeep, aber wenn ich einen hätte, könnte ich das einfach draufklatschen. Findet ihr das Schlafen in einem Zelt nicht allzu bequem? Oh, dieses ja, Campingbett nee. Schafft Abhilfe. Es lässt sich auch ohne Pumpe schnell aufbauen und aufblasen. Das Bett misst 191 x 64 cm und ist mit bis zu 120 Kilogramm belastbar. Das Hauptmaterial ist Aluminium, daher wiegt das Bett bescheidene 2,6 Kilogramm. Ja, so würde ich auch. Der Aufbau erfordert keine besonderen Fähigkeiten oder Werkzeuge. Der Rahmen kann von nur einer Person befestigt werden. Außerdem ist das Bett niedrig genug. Da muss ich auch sagen, das traue ich mir null zu. Ich bin, nee, also größten Respekt an die Leute, die da durchziehen und so weiter, aber meh. Damit es nicht viel Platz im Zelt wegnimmt. Mit dem Set wird außerdem eine Tragetasche geliefert. Die Kosten belaufen sich auf 150 US-Dollar. Das klingt eigentlich ganz geil. Und du schläfst halt nicht auf dem Boden. Weil so eine Isomatte ist auch, weißt du, ich mit meinem Gaming-Rücken. Dies ist eine interessante Idee für alle, die gerne in einer Hängematte entspannen. Man muss diese Schale nur um die Hängematte wickeln. Schon habt ihr eine Hülle für ein bis zwei Personen, in der es auch bei Temperaturen von bis zu minus 6 Grad Celsius warm ist. Außerdem kann die Hülle als Schlafsack, Unterdecke und Poncho fungieren. Es hält im Winter warm und im Sommer kühl. Auseinandergelegt betragen die Abmessungen 270 mal 140. Chillig! Direkt an der Straße. Mm, genau. Zentimeter. Der Preis beträgt 186 US-Dollar. Das ist auch fair, oder? Dies ist ein revolutionäres Konzept für Social Glamping, das neue Perspektiven für das Leben in der Natur bietet, betonen die Entwickler. Es handelt sich bei diesem Projekt um Zelte, die miteinander verbunden werden, um eine Mini-Wohnung mit vielen Räumen zu bauen. Auch ein Duschbad oder eine improvisierte Garage für Fahrräder sind möglich. Es gibt zwei Arten von Zelten. Ein Mini-Zelt, das Platz für bis zu 4 Personen bietet und ein Maxi-Zelt, das Platz für bis zu 8 Personen bietet. Weil das Ding, das was mich am meisten bei Zelten manchmal nervt, dass ich zu dumm bin, das aufzubauen. Weil dann musst du hier und da, wenn du es einmal raus hast, okay, aber... Die Maxi-Variante ist groß. Die Deckenhöhe beträgt etwa 3 Meter. Auf Wunsch können sogar Etagenbetten hineingestellt werden. Die Installation beider Optionen dauert nicht länger als 25 Minuten. Die Mini-Version kostet 650 US-Dollar, die Maxi 900 US-Dollar. Für einen zusätzlichen Verbindungstunnel muss man 140 US-Dollar und für das Solarkit weitere 100 US-Dollar ausgeben. Ja, ich finde die Idee schon nicht schlecht, aber ich fühle es einfach nicht. Also für mich wäre es keine Option, campen zu gehen mit so einem Ding. Was kann einem sonst noch einfallen, um einen Sonnenschirm zu modifizieren? Doch der Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Diese Option vom Shadico-Team bietet eine Kombination aus Vorzelt, Hängematte und Tagesdecke. Außerdem ermöglichen verstellbare Teleskopstützen den Aufbau eines Sonnenschirms auch bei starkem Wind. Der Sonnenschirm wird nicht in irgendeiner Tasche verstaut, sondern in einem 40 Liter Wanderrucksack. Es können auch mehrere Sonnenschirme miteinander verbunden werden. Das System ist 2 Meter breit, 3 Meter lang und 2,4 Meter hoch. Der Prototyp hat diverse Tests erfolgreich bestanden und wurde. Aber das ist auch wieder so ein Ding, was sich nur alte Leute holen, weil ich kann mich nicht dran erinnern, irgendwann mal zum Strand gegangen zu sein. Vielleicht bin ich da auch komisch oder sonst was, aber dass ich mir dann dachte, da ich nehme auf jeden Fall einen Sonnenschirm mit. Nie drüber nachgedacht. Wenn hatten meine Eltern einen Sonnenschirm dabei, aber wenn ich mit meinen Kollegen oder so, keiner von uns hat einen Sonnenschirm. Junge. Wurde sogar auf die Skipiste gebracht. Das Team schätzt seine Arbeit auf 299 US-Dollar. Ja, Schnabber.
Wir haben ein Handtuch mitgenommen und haben es dann da in Badesee gelegt. Dieser Fahrrad-Camping-Anhänger soll helfen, neue Facetten des Radfahrens zu entdecken. Er wiegt nur 25 Kilogramm und erfreut mich sehr interessanten Vorteilen. Der Anhänger ist praktisch für eine Fahrt zum Laden oder für den Lieferdienst. Und beim Camping bietet der Anhänger ein 210 x 80 cm großes Bett, das sich 37 cm über dem Boden befindet. Ein kleiner, aber gemütlicher Vorraum ist ebenfalls vorhanden. Von dem aus der Zugang. Weil da muss ich sagen, ist zum Beispiel, weil das 25 Kilo, vor allen Dingen, wenn du dann irgendwo in Bayern oder so bist, wo es teilweise echt hügelig ist, wo du auch mal echt ein paar Höhenmeter wegballern musst. Dabei, ich glaube, die fahren auch mit E-Bikes. Da ist das schon ganz geil. Ja, ja, hier sieht man zum Beispiel, das ist auf jeden Fall ein E-Bike. Da muss ich sagen, ist eigentlich voll chillig, weil dann hat es auch einen richtig krassen Sinn. Der Hersteller sagt, wenn man mit diesem Anhänger reist, leistet man auch einen Beitrag zur Reduzierung des CO2-Ausstoßes. Der Spaß kostet aber ganze 3.100 US-Dollar, einschließlich Lieferung. Sowas würde ich mir gerne mal leihen. Weil das ist, glaube ich, schon was. Im Sommer, das könnte ich mir schon vorstellen. Als nächstes kommt ein Doppelschlafsack. Er ist so bequem, dass es sich praktisch um ein Bett handelt, sagt der Hersteller. Gleichzeitig beträgt die Größe im Koffer nur 25 x 53 cm. Dank des Pad-Cinch-Systems wird der Schlafsack sicher fixiert. Auch wenn sich der Nutzer im Schlaf viel hin und her wälzt, zerknittert der Schlafsack nicht. Das Kissen wird auch nicht weglaufen, dafür sorgt eine separate Tasche. Darüber hinaus eignet sich der Schlafsack auch als improvisierter Poncho oder Umhang. Der Hersteller verlangt rund 400 US-Dollar. Ja, dann will ich mir einfach einen normalen Schlafsack kaufen. Mit diesem Modul kann man ein gewöhnliches Auto in einen Campingwagen in nur einer Minute verwandeln. Einfach den QQQ in den Kofferraum stellen und in einer Minute ist der Minicamper startklar für die Reise. Passen, ne? Alles, was ihr zum Campen braucht, ist bereits drin. Insbesondere gibt es ein Bett mit 10 cm dicker Schaummatratze, eine Küche mit 2 Flammenherd, Windschutzscheibe, mehrere Schubladen und 20 Liter Wasser, eine Tischplatte und Fächer für einen Mini-Kühlschrank, eine Gasflasche, Klappstühle und andere Dinge. Die Module werden in Deutschland von Hand zusammengebaut und in verschiedenen Ausführungen präsentiert. Für die Klassiker unter den kompakten Reisemobilen, die Busse, eignet sich die Busbox. Zur zuverlässigen Fixierung sind genügend Gurte vorhanden. Das Tragen ist auch manuell möglich. Die Einstiegsvariante namens Kombibox kostet 2.500 US-Dollar. Das geht. War die da gerade zu sehen, die Kombibox? Weil man darf nicht vergessen, was da alles dabei ist. Ein japanischer Hersteller von Wohnmobilen brachte diese Version des Toyota Prius auf die Tokyo Motor Show. Laut den Autoren der Website Autoblog sieht das Fahrzeug wie nach einer Attacke eines riesigen Marshmallows aus. Doch das Auto ist gut durchdacht und überrascht mit vielen spannenden Funktionen. Wo sind da Fenster? Auf 2 Etagen können in diesem Auto bis zu 5 Personen schlafen. Das ist ja geil. Die Gesamtlänge nach dem Upgrade beträgt fast 5 Meter und die Höhe mehr als 2 Meter. Im Inneren befindet sich eine praktische Füllung, einschließlich einer separaten Batterie. Mikrowelle am Start. Ey, das ist wirklich geil. Jetzt mal ohne, oder? Aber wo ist die Heckklappe? Haben die ausgebaut? Ein innovatives Entspannungs- und Ruhesystem, das sich an schwieriges Gelände anpasst, sagen die Entwickler dieser Idee. Also. Das System umfasst ein Zelt, eine Isomatte oder einen Schlafsack, ein Kissen und ein Schlingensystem, um seine Outdoor-Abenteuer einzigartig und unvergesslich zu gestalten. Jede Schlinge ist mit bis zu 136 Kilogramm belastbar. Für den Aufbau sind 4 Bäume in der Nähe erforderlich. Der Boden des Zeltes misst 224 x 91 cm und ist 107 cm hoch. Auf Wunsch kann das Zelt wie gewohnt am Boden aufgestellt werden. Die Schlafsäcke und Matten sind etwas breiter und länger als herkömmliche Schlafsäcke und daher etwas komfortabler. Die Matte wiegt 2,8 Kilogramm, die Tasche ca. 3 Kilogramm. Der Preis hängt von der Konfiguration ab und beginnt ab 300 US-Dollar. Würdet ihr im Wald schlafen? Oh ja, über dem Wasser, da kann mich kein Tiger angreifen. Oder Wolf. Gibt wenige Tiger in Deutschland. Die sind meistens in Zoos. Der Hersteller solcher Stühle sagt, man kann darauf nicht nur sitzen, sondern auch einen Rundumblick genießen. Die Sitze sollen nicht nur Touristen ansprechen, sondern auch Sommerhausbewohner, Fischer, Jäger und Strandliebhaber. Es gibt 3 Modelle. Das kompakteste wiegt etwa 450 Gramm und ist mit bis zu 100 Kilogramm belastbar. Weil du kriegst doch diese Alle Stühle sind mit einem patentierten Schwenkmodul ausgestattet. Die Hauptmaterialien sind Duraluminium und Polyester. Darüber hinaus sind 4 Farben erhältlich. Das Set wird mit einem Etui in der entsprechenden Farbe mitgeliefert. Weil diese anderen Stühle Außerdem sind einige Modelle mit Taschen für kleine Gegenstände ausgestattet. Der kleinste Stuhl kostet 25 US-Dollar, der größte 80. Aber.
Ach so, ja, okay. Der kostet, der würde jetzt 80 kosten? Ja, weil dieser kleine 25 kostet. Klassische aufblasbare Möbel sind oft problematisch. Sie lassen sich entweder schwer aufblasen, sind zu groß oder einfach nur ungemütlich. Das Giga-Team versuchte, all diese Schwierigkeiten zu lösen, indem es einen aufblasbaren Liegestuhl mit eingebauter Pumpe entwickelte. Das ist gut. Zusammengeklappt sieht die Liege aus wie ein Rucksack und wiegt nur einen Kilogramm. Büro. Sogar ein Kind kann sie aufblasen. Einfach den Knopf drücken und 100 Sekunden lang warten. Die Pumpe wird von einem 2600 mAh Akku betrieben, der auch als Powerbank genutzt werden kann. Mit einer Tragfähigkeit von bis zu 150 Kilogramm ist das Modell sowohl für kurze Pausen als auch für Nickerchen optimiert. Und selbst auf Steinen ist das Material stark genug und übersteht Schnee oder Regen problemlos. Der Preis beträgt 109 US-Dollar. Irgendwie finde ich das cool. Für so ein Festival ist es, glaube ich, mega nice. Zum Schluss zeigen wir euch das Trimaran Kayak Hobie Adventure Island, dessen Besitzer sich eine nicht triviale Modifikation einfallen ließ. Direkt auf dem Kajak wurde ein Zelt aufgebaut und zwar nicht als Deko, sondern als vollwertiger Rastplatz. Zum Schlafen. Das Kajak ist etwa einen Meter lang, sodass genügend Platz für ein Zelt vorhanden ist. Laut Autor besteht keine Kentergefahr, die Konstruktion sei dank einer speziellen Holzplattform recht stabil. Als Ergebnis erhält man die folgende Konstruktion. Wahrscheinlich wäre Huckleberry Finn davon total begeistert. Irgendwie finde ich das cool, so auf dem Wasser zu schlafen. Ich würde mal gerne in einem Hausboot pennen. Das soll schon cool sein. Ein eigenes Strandhaus für nur 195 US-Dollar? Das geht. Dieses Zelt ist 230 cm breit und 190 cm hoch. Gegen Aufpreis sind beispielsweise Solarbatterien auf dem Dach und eine LED-Beleuchtung mit Fernbedienungsoption erhältlich. Stellt euch vor, normalerweise ist der Strand halt so übertriebenst voll. Alle liegen dicht an dicht und du bist da, nimmst da sein halbes Haus mit. Das Schnellaufbausystem ermöglicht es, das Zelt in 60 Sekunden von nur einer Person aufzubauen. Das Zelt hält Windgeschwindigkeiten von bis zu 50 km pro Stunde stand. Das Material blockiert bis zu 98% der UV-Strahlung. Ja, super. Dank eines klimaregulierenden Gewebes bleibt das Innere auch an einem heißen Sommertag angenehm kühl. Ja, da bin ich mir nicht sicher. Da also no front, aber das hat ja keine Klimaanlage. Oh, süßer Hundi. Jetzt wird noch länger gegrillt. Top. Ist auch einfach kein... Wie viel Grad sind denn da gerade? Hey Leute, Schluss mit Faulenzen. Ja, das war's, glaube ich. Schluss mit Faulenzen. Denn jetzt könnt ihr euch noch den Kottbruder-Podcast gönnen. Da habe ich darüber... Da habe ich über den PlayStation 5-Skandal geredet, den ich aufgedeckt habe.